Die Musik ist jetzt geil. Hört euch das mal an. Tschüss, Leute. Pipi, ich teile viel Glück. Rette deine Sister Errol. Und pass gut auf dich auf. Wie er alles reingerotzt hat wieder. Omi! Omi. Tschüss. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Was? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre. Du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und vom Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nope. Ach ja. Boah, ich hoffe wirklich, dass sich die Musik, diese schottische Musik von Portemonnaie, nicht stark verändert hat. Boah, also. Pipi, Estelle, lauf hier nicht so rum. Du behinderst nur alle, du behinderter Spast. Ich hab dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Yes, die erste Mission mit Nico. Was? Nico ist doch hier. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Was? Ah, das ist nicht Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Also, dein Obermatrose wird es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst... Hä? Ich check's nicht. Ist das nicht Nico gewesen? Wer war nochmal Nico? Who the fuck ist Nico? Du bist nicht Nico, das weiß ich. Nicht sofort! Das ist Captain Tetra... Captain! Tetras Kajüte! Das geht doch nicht! Selbst wenn wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein, da ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Halt, ab jetzt rede ich! Was laberst du hier? Kackspaß! Pff, I don't care. Na doch, Nico ist der kleine Spaß von vorhin. Rubine. Erneut Rubine. Ha, da haben wir ihn ja. Neuer. Ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf, das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Was sich das für einen neuen gehört, kapiert? Wie sich das für einen blablabla. Bla, bla. Also, seh mir genau zu, wie ich's mache, und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Ja, der cheatet voll, passt auf. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege L, um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie draufspringen. Tja, okay. Mongo. Da musst du auf die Plattform vor dir springen. Aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Tja, wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von L kannst du losschwingen. Wenn du A drückst, lässt du los. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Und plötzlich ist er drüben. Ja genau, dass man so schnell schafft. Am Arsch lecken. Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Pff, no fucking problem. Erstmal Plattformen runter. Und Plattform wieder rauf, weil die Zeit ja verstrichen ist. Let's go.
Knapp, aber machbar. Ha! Made it! Was? First try, bitch! Du hast das so schnell geschafft? Fuck. Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Keine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Okay, danke. Was ist das? Eine große Truhe. Oh, das ist bestimmt das Master Sword. Ja, okay, das ist auch gut. Du hast die Beutetasche gefunden, eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Wie diesen Gürtel oder Slimes. Ja, 8 Arten und ich muss nicht alles automatisch da irgendwie alles reintun und so weiter. Nein, es wird einfach nur ergänzt. Keine Ahnung. Oi, Pipi-Style. Wir sind bei der verwünschten Bastion angekommen, sofort rauf. Was, so schnell? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es so schnell ging. Damals von der Gamecube hat man von der verwünschten Bastion bis zur Heimat schon ein bisschen gebraucht und das hätte man so schnell nie geschafft. Klar, mit dem neuen Segel, was ich irgendwie gesehen habe, dem Supersegel, sollte das ja schnell gehen, aber trotzdem. Das ist quasi unmöglich jetzt. Aber okay, soll mich nicht stören. Was ich aber mache, ist einmal speichern, weil ich schon so lange nicht mehr gespeichert habe. Oder und ich schau mal, wie lange ich aufgenommen habe. Ja, es geht schon noch was. Es geht schon noch was. Es geht noch was, genau. Ich muss mir ja sowieso quasi alles nochmal anschauen, um zu schauen, wo ich was wegschneide. Hey, Pipi-Style, hier bin ich. I don't care. Aber okay. Wo ist denn die Schlampe? Oh, das ist wirklich die verwunschene Bastion. Verdammt, sind wir schnell. Okay, let's go. Oh. Was treibst du bloß so lang mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist die verwunschene Bastion. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Hochsicherheitstrakt Nummer 1. Und schaut euch den Vogel an, den müssen wir auch noch bekämpfen. Aber jetzt nicht, zum Glück. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Doch, wir müssen ihn sogar bekämpfen. Er hat ja jetzt keinen Metallschnabel. Heftig. Aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben, das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch bevor wir überhaupt einen Fuß am Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Das finde ich jetzt fucking fies, was sie jetzt mit uns macht. Ich hab's. Nope. Und triple nope. Wie wir es erst im Nachhinein bemerken. Na, mach doch nicht seinen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles klar bereit? Lasst ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2 und das Face 1. Oh, fuck yeah. 0. Oh, so geil, es hat stark vibriert. Tschüss.
Oh, cool. Ah, na toll. Na toll, wir landen genau. Falsch auch noch. Unser Schwert ist ganz woanders. Also wir müssen kampflos uns jetzt stellen. Fuck yeah. Verwunschene Bastion. Wie ich den Ort liebe. Die Musik ist ja hier auch verändert worden. Krass. Ich habe hier eine Karte. Von Anfang an schon. Okay, man sieht noch nicht alles. Aber die Wachtürme sehe ich jetzt wenigstens. Ich kann zwischen Items und Karte wechseln. Das ist gut so. Hä? Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Haha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Oh mein Gott, sie können mir beim Kacken zuschauen. Nein! Und beim Fäppen erst. Beim Fäppen. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Vibrierende Saar. Ich habe den Stein in ein Status-Menü getan, das du findest, wenn du im Item-Menü Blur auswählst. Aber da gibst du mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verliere ihn bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk. Und pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. What I say? I don't care. Und ich würde mal sagen, für die allererste Aufnahmesession reichen 1,5 Stunden aus. Zwar sind das wirklich nicht 1,5 Stunden, weil ich ja einiges zugeschnitten habe, wie zum Beispiel den halben Weg zu meiner Schwester. Den Weg... Wohin? Ah ja, den Kampf nochmal mit dem Schwertmeister, den halben Kampf. Nochmal eine Übung mit dem Schwertmeister. Und, ja, das muss alles halt zugeschnitten werden. Und danach kommt halt das raus und wahrscheinlich sind es dann 5 Parts allerhöchstens oder 6 Parts. Mal sehen. In diesem Sinne sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part, euer PB-Style. Und freut euch schon mal drauf, denn ich tu's. Haut rein. Tschüss, Leute. Ich muss eh meine Stimme stonen. Nein, ich muss ja jetzt gleich Terraria aufnehmen. Wow. Egal. Tschüss, Leute. Haut rein.